Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Wir haben ja das letzte Mal da vorne aufgehört, also hinter mir. Und wir sind auf Jagd gegangen. Und die würde ich heute gerne beenden wollen. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich erst zu der Höhle hinreite, wo denn normalerweise diese zwei Bären sind. Allerdings werde ich jetzt mal hier ganz kurz in dem Blick bleiben. Weil ich denke, dass ich das Pferd jetzt gleich hier mal parken werde am Rand. Genau. Da parke ich jetzt mal das Pferd schnell. Dann gehen wir mal auf die 2. Wir laden durch. Und dann müssten wir normalerweise schon in der Ecke sein. Nein, sind wir nicht. Aber ist egal. Ich laufe jetzt halt weiter, weil ich nämlich immer noch hoffe, dass ich eventuell sogar noch die Wiesen sehe. Ich würde nämlich gerne ein bisschen Fleisch ranholen. Mal gucken. Wir gehen mal hier durch, weil da sind ja dann auch die Bärskis. Irgendwo. Also genächtigt habe ich schon, ne? Das seht ihr ja. Wir müssten eigentlich recht nah sein schon, genau. Ich würde die Bären gerne, wenn ich sie denn sehe, irgendwie von oben wegsnipern. Weil ich die Hoffnung habe, dass die vielleicht nicht hier hochkommen. Ich könnte natürlich auch mich auf unverwundbar machen, aber das mag ich nicht. So, ja, da vorne ist die Höhle, da haben wir nämlich schon den Weg. Sprich, hier sollte dann auch, sollten dann auch die Bärchen sein. Ich mache jetzt halt lieber mal speichern. Weil ich eben nicht weiß, wo die sind. Die können jetzt natürlich weiter unten sein. Jetzt wird es mich wahrscheinlich gleich zurückbeamen. Wir wollen doch im Tal bleiben und das nicht verlassen. Aber nö. Bin ich zu hoch. Geh mal rein. Ne, ich muss weiter hoch noch. Ich muss noch mehr in die Richtung. Wurde das ein bisschen geändert? Kann das sein? So hoch oben war doch das gar nicht. Oder täusche ich mich jetzt da? Ah, also doch. Warte mal. Wo habe ich denn dann die... Oder war die hier weiter unten? Nee, da war die Höhle. Oh meine Güte. Ich bin da komplett verkehrt. Da war die Höhle. So, sorry dafür, für diesen Irrweg. Aber dann komme ich auf jeden Fall von oben. Tja, aber ob so eine Kriegstaktik bei Bären hilft, ich weiß es nicht. Drum, drum, drum. Wo seid ihr? Teddys. Stehe ich wahrscheinlich gleich vor einem. Und da ist ja schon die Höhle.
In den Höhen sind die ja nicht. Ich habe eh schon überlegt, ob ich nicht noch eine zweite Mine mir mit ranhole. Wo sind denn die Bären? Haben sie die rausgelöscht? Ah, sowas Doofes. Ah, da vorne. Ah, verdammt. Da wollte ich jetzt halt hinterher schießen, aber... Geht es jetzt schon wieder los mit meinem Bolzen? 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 Es ist doch übel, oder? Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Achso, da vorne steht mein Pferd. Ich habe schon gedacht, was ist jetzt das Blaue? Na gut, wir rüsten aus. Und zwar die Axt. Jetzt kann ich den Eisenbolzen nehmen. Dankeschön. Hallo, ich hatte ihn doch gerade drin. Ey. Hallo. Danke. So. Den Baum muss ich jetzt trotzdem wegmachen. Wäre jetzt noch schade drum, ne, wenn ich den Fell aber nicht mitnehme. Warte mal, geh mal wieder auf die Ding hier. Lad durch. Ich sehe jedenfalls keine Spuren mehr. Ui. Okay. Aber es war trotzdem nur einer, ne? Okay. Lad mal durch. Sind es noch vier? Also hier haben wir jedenfalls keinen Bär mehr. Schade. Ich lasse das Pferd stehen. Das findet schon den Weg nach Haus. Wir laufen mal hier weiter, weil ich nämlich noch gucken möchte, ob ich die Wiese entfinde. Oder wenn nicht Wiesen, dann halt zumindest irgendein anderes Tierchen. Sorry, dass ich die ganze Zeit jetzt in dem View bin. War ich eigentlich auch schon lange nicht mehr, ne? Über so lange Zeit. So, okay. Dann machen wir es so, dass wir mal hier rüber laufen. Ich glaube nämlich, dass hier drüben auch welche sind, aber ich bin mir nicht so sicher. Wir können aber auf jeden Fall mal ein bisschen Water trinken. Vielleicht auch in Fässer gucken, wenn ich welche sehe. Achso, ich sollte auch vorwärts laufen, wenn ich vorwärts laufen möchte, ne? Ich glaube es aber nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Ich denke, wenn ich nach Hornika geritten wäre, dann wäre es sinnvoller gewesen. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind genau auf dem falschen Weg, weil wenn dann wäre hier bei Denica, wären dann auch nochmal Wölfe. Aber ich möchte nicht aufs Pferd, also ich will lieber so laufen, wenn ich dann noch irgendwie
Rehseh oder Wildschwein oder was weiß ich, das ich dann auch gleich nochmal jage. Zumindest ist das Fleischsymbol da oben schon mal weg. Dieses Hungersymbol. Das ist ja die Hauptsache, ne? Warte mal, wir hatten doch hier auch irgendwo Wölfe. Aber da bin ich wahrscheinlich zu... Weil da vorne ist die Grube. Also die Tongrube. Da war das Dorf. Nee, die sind dann, wenn dann hier. Nee, ich laufe lieber Richtung Denica. Da bin ich mir recht sicher, dass ich da welche habe. Hier könnte ich allerdings Wildschweine haben. Das wird eine Suche nach der Sau, ne? Oder nach dem Wolf, wie auch immer. Ich hätte natürlich auch... Oh, einfaches Lagerfeuer. Habe ich das irgendwann mal wahrscheinlich gestellt? Man kommt halt immer an den gleichen Stellen vorbei, ne? Achso. Dachte jetzt, es wäre irgendwie so eine Raststelle gewesen, also so eine Ding, wo eigentlich die Wegelagerer sind. Ach, da. Wie dann gleich die Musik immer umschlägt, ne? Okay, zerleg den mal. Ich schaue währenddessen mich noch um. Es kann nicht sein, dass das nur einer ist. Wäre super, wenn wir noch drei finden. Aber ich habe nicht die Hoffnung. Sondern das sind doch normalerweise immer mehr als nur eine. Halt. Habe ich das abgebrochen? Wahrscheinlich, ne? Weil ich Rechtsklick gemacht habe. 169 Fleisch ist doch schon mal ganz gut. So, wir schauen nochmal auf die Karte. Bin wahrscheinlich schon an denen vorbeigelaufen. Okay, strange. Wundert mich wirklich, weil normalerweise sind es doch immer mindestens drei. Eher sogar vier. Na gut. Na, sorry, Epon. War ich dir zu nah am Kopf gestanden? Nee. Na gut, dann war's das jetzt. Wir reiten jetzt erst einmal zurück, das mache ich dann wann anders. Das sind ja nur noch drei Stück. Das heißt, ich kann dann sowieso... Ich kann dann sowieso, wenn ich mich mal wieder auslogge und dann wieder einlogge, dann habe ich ja wieder welche da. Also von daher passt es schon. Es sind nur noch drei. Weil ich würde mich nämlich gerne heute noch zumindest ein kurzes Stück um die Kräutersammler kümmern.
Gott. Wir laufen jetzt mal hier gleich hoch. So. Hier habe ich ja im Grunde auch Zaun hingestellt, ne? So. Auf dem Feld ist schon... Es ist halt was angebaut. Es ist immer dann... Wenn was angebaut ist, dann tue ich mich immer so schwierig, was wegzuhauen. So, das hier ist aber allerdings nicht. Das ist halt, ja. Ihr wisst schon. Das ist halt gepflügt, aber noch nichts angesät. Und hier ist Hafer und Weizen. Hier ist Mohn. Also es passt schon. Dann hauen wir mal ganz kurz... den Zaun hin. Ich kann es natürlich auch weghauen, ne? Im Grunde, das ist doch egal. Also Holzstämme habe ich genug. Essenstechnisch mache ich mir jetzt halt keinen Gedanken mehr, durch das, dass das jetzt nicht mehr da oben eingeblendet ist. So, und ich habe nämlich einen Gedanken gehabt, was ich machen könnte. Ich brauche aber Ton schon wieder. Verdammt. Ich brauche nämlich Ton für die Blumentöpfe, ne? So, aber für die, wo ich keinen brauche, das sind dann diese hier. Ton zählt noch, doch. Nee, da brauche ich ja nur Stein. Aber das ist cool. Es ist nur jetzt halt dumm, dass ich dann jedes Mal hier rein muss. Ich gehe mal auf die Nahansicht. So, das dauert halt ein bisschen, ne? Das kann ich jetzt halt ändern. Wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 6? Oh. Das Gelände ist zu uneben. Mist. 6 Stück. Warte mal. Dann hoffe ich jetzt mal, dass ich da auch nochmal 6 Stück hinbekomme. Wenn, dann sollte es schon gleichmäßig sein oder relativ gleichmäßig. Bitte, noch hin. Danke. Als wenn das halt jetzt halt nicht so uneben ist, weißt du? Ja, das passt schon. Es sind ja nur Steintöpfe, ne? Es fehlen eigentlich nur noch richtige Kräuter, ne? Nein. Da ist jetzt wieder zu uneben. Gut, aber da könnte ich jetzt mal probieren, das vielleicht so aneinander zu stellen ein bisschen. Wenn das jetzt schon von der Reihe her nicht mehr geht mit 6 Stück in der Reihe. So. Blumentopf aus Stein. Hast du Hunger? Ja. Er knurrt mich schon mit dem Magen an.
glaube, da wäre es sogar ganz gut, wenn man die mal ein bisschen dreht, weil die Pflanzen gehen anscheinend immer gleich rein. So. Ist doch schon mal ganz gut. So, dass hier Pilze wachsen, ist natürlich auch nicht schlecht. Aber eigentlich nicht das, was ich jetzt unbedingt Wert drauf lege. Das mache ich weiter weg. Das lasse ich jetzt mal. So, jetzt ist natürlich genau die Sache, dass ich... dass ich von dem Zeug nichts dabei habe, ne? Dass ich Ton brauche. Ich weiß bloß nicht, ob die Ton schon mal so weit gesammelt haben. Schauen wir halt mal. Halt, essen muss ich aber auch was. Habe ich nicht noch was? Gebratenes Fleisch, 6 Stück habe ich noch. Das ist schon mal was ganz Gutes. So, gucken wir mal, ob da Ton noch drin ist. JK Element. Ton. Ein. Okay, das ist, hängt aber damit zusammen, dass ich ja Sachen herstellen lasse, ne? Tonbecher und so. Boah, Münzen sind schon 35.000 drin. Also 36 fast. Und ich habe ja auch noch 56. Wow. Okay. Tonbecher, Holzbecher. Wir gehen mal ganz kurz in die Verwaltung. Schauen mal ganz kurz in die Produktion. Werkstatt. So. Die Fackeln. Eigentlich kann ich da jetzt auch mal ein wenig runterdrehen. Die Eimer lasse ich. Hölzerne Fiolen lasse ich. Holzschalen. Machen wir mal nur auf 2. Holzteller machen wir auch einmal nur auf 2. Flakon aus Ton. Machen wir jetzt nur 1. 1. 1%. Wir machen jetzt die ganzen Tonsachen nur auf 1%. Auch Ton. Naja, ist klar, wenn das so viel Ton braucht. So. Dann gehen wir mal zu unserem Gewinnungskerli. Grabungsschuppen. Ha. Okay, ich habe natürlich hier sehr viel Stein und relativ wenig Ton, ne? Also machen wir mal hier. Der hat ja auch schon Gewinnung 10, ne? Aber der Grabungsschuppen ist ja nicht ausbaubar. Hätten wir das? Dann knallen wir das hier noch hoch. Das heißt also, Ton wird auf jeden Fall ein bisschen mehr reinkommen. Ich mache aber trotzdem noch mal 10% hier weg, weil wir brauchen auch Stroh immer wieder. Machen wir mal 5 und Kalkstein, dass da auch irgendwas noch reinkommt. Machen wir die anderen 5. Stroh kriegen wir zwar auch aus der Scheune, aber das ist schon okay. So, die 2 Brunnen laufen. Die Holzschuppen laufen so, lala. Bei der Jagd haben wir jetzt halt noch einen Punkt. Fehlen wir sind gewissenhafter Jäger. Fallenmeister, nö, schussbereit. 20% schnelleres Nachladen. Ich habe einen Punkt zu vergeben, ne? Schussbereit. Machen wir das da. Lassen wir einfach ein wenig schneller durchzielen können. So, wo sind wir? Wir sind schon wieder bei 25, das ist so abartig. Wir brauchen allerdings Ton. Da komme ich nicht drum rum, ne? Wir haben das Tonvorkommen ja komplett weg.
Hier bei Gostovia ist auf jeden Fall nochmal ein Ton vorkommen. Und normalerweise wäre hier oben, hier nochmal ein Ton vorkommen, oder? Quatsch. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall können wir da auch nochmal Ton holen. So, wir gehen mal ganz kurz in die Scheune. Schauen wir mal ganz kurz auch hier rein, was jetzt halt essenstechnisch ist. Beeren, Beerenwein, Milchlinge, Edelreizker. Da gibt es ja auch Rezepte damit, ne? Das wäre auch noch nicht schlecht, wenn das irgendwie hier unten mit dabei stehen würde. Verwendet für... Das wäre nicht schlecht. Dass man einfach sieht, für was man das verwenden kann, ne? Edelreizker, Eier. Also einmal mit Wasser habe ich auf jeden Fall genug. Fleisch 76, Fliegenpilz, Gallenröhren, Honigwaben, Alter. Karotten haben sie ja auch noch zum Essen, da weiß ich nicht warum. Kohl. Wir könnten auch ein Folgendes machen, weil das ist ja total Latte. Ich nehme jetzt halt mal hier die Pilze, die im Grunde eh demnächst verrotten. Also wahrscheinlich in der nächsten Jahreszeit, nehmen wir mal mit. Ebenso Eier. Die hier. Ja, die dann auch. Das ist egal. Ich nehme mir jetzt auch mal Wasser mit. Wir nehmen hier zumindest einen Teil noch von dem Fleisch mit. Fliegenpilze ist, glaube ich, wenn dann nur für Tränke gut, weil zum Essen ist 100% Vergiftung, ne? Also auch die etwas frischeren ist immer 100%. So, die haben ja nur die Vergiftung, weil sie verfallen. Ich nehme mir jetzt halt auch mal ein bisschen was von dem Honig mit. Wir nehmen uns Karotten mit. Kirschen nicht. Wir nehmen uns den Kohl hier mit. Aber es ist klar, wenn ich jetzt halt natürlich keine 3 oder 4 Tage mehr mache, sondern schon gleich 6, 7, 8 Tage, dann geht natürlich das, was gepflanzt wurde, geerntet wurde, wird natürlich aufgebraucht, ne? Das ist natürlich ganz klar. So, Riesenschirmlinge, wir tun die rote Beete mitnehmen, die Speisemorcheln, natürlich auch die Steinpilze. Und sind nur noch 2 Zwiebeln da, ne? Na gut, nehmen wir trotzdem mal mit. Weil ich würde nämlich gerne mal, trotz dieses Wischens, sorry, mal ganz kurz hochgehen zur Küche. Müsst ihr mir jetzt alle in den Weg laufen. So, wir gehen nämlich jetzt mal hier. Das Mehl hätte ich mitnehmen können. Oder habe ich Mehl sogar einstecken? Na hallo. Dann können wir doch da richtig was machen. Da brauchen wir zum Beispiel einmal mit Wasser und Mehl. Wir könnten jetzt halt hiervon 27 herstellen. Machen wir halt einmal 10. Mach mal. Oje. Muss ich da wirklich daneben stehen, während das Brot backt? Ah. Und ich kann nicht raus. Jawohl, 10 Brote auf einmal. Da kriege ich jetzt total Bock drauf auch noch. Moment. Ich gehe mal raus, weil das möchte ich irgendwie von außen sehen. So, nochmal Brot. Weizenbrot. Wie viel können wir da machen? 15. Machen wir mal 5. Mir geht es ja auch darum, dass ich da ein bisschen was zum Dekorieren habe, ne? Nicht nur für mein Völkchen, sondern eben auch zum Dekorieren. Oh, da muss ich glatt mal noch was eins probieren, bevor ich jetzt dann Schluss mache. So, aber ich möchte auf jeden Fall hier auch nochmal Brot machen. 10 Stück. Ne, wir machen jetzt mal nur 5. Ja,
Halt nicht diesen Schaber unten ins Feuer. Das ist ideal. So, Bobas Kochstunde wieder mal. Aber schon wieder vorbei. Ganz kurz. Hier kann ich wahrscheinlich nichts machen. Das ist einfach nur Holzwand mit Fenster. Ich gehe mal ganz kurz hier in die Ego-Perspektive. Falsche Richtung. Kennst du dich in deinem Dorf nicht aus, oder wie? Nee. Also hier kann man tatsächlich nichts weiter dekorieren. Schade. Na gut. Braukessel könnte ich was brauen. Met kann ich brauen, weil ich eine Metflasche habe. Nee. Mach ich nicht. Kann ich da was machen? Nö. Saftpresse kann ich auch nichts machen, weil ich nichts an Früchten einstecken habe. Was haben wir da drin? Gar nichts. Na gut, dann... Also wir müssen auf jeden Fall, ne, das ist klar, bei den Leuten auch ein wenig dekorieren. Das sollten wir machen. Zum Beispiel, ne? Da noch? Oh, verdammt. Zwei Eisenbarren. Da habe ich nicht drauf geschaut, was das für Material kostet. Und Eisenbarren ist natürlich dann auch wieder so eine Sache. Weil wir eh schon recht wenig haben. Ich glaube, es spricht sehr vieles dafür, dass wir noch die zweite Mine mit aufmachen. Aber jetzt ist die Frage, ne? Wir haben 87 Gebäude. Je mehr Leute ich natürlich habe in der Bevölkerung, desto mehr muss ich natürlich schauen, dass ich auch Essen habe. Ne? Das ist halt noch das Nächste. Und wenn ich jetzt halt einfach nur die Mine mir cache und dann zwei Arbeiter dahin schicke, die dann halt hin und her pendeln, das wäre doch auch egal, weil die bauen ja schon ab in dem Moment, wo sie loslaufen. Aber ich würde wahrscheinlich mehr rausbekommen, halt an Material. Okay, naja gut. Werde ich mir überlegen, ob ich das so mache. Ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Jedenfalls bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne Likes da, lasst mir gerne Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.